Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Immersion C4. Diesmal mit der Hammerstadt-Modifikation, mit der Reworked-Hammerstadt-Modifikation. Die finde ich ganz geil. Die hat so ein paar Elemente von Biberfelde mit drin. Also ist so ein bisschen so aufgebaut, so, ja, nicht aufgebaut, hat so ein paar Elemente davon mit drin. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. So. Der erste Einsatz, den wir haben, ist eine Nahrungsmittelvergiftung. Ja. Da schicke ich einen RTW hin. Und dann wollen wir nochmal Polizeiautos auf Streife schicken. Fahrzeug 13. Fahrzeug 19. So. Fahrzeug 13. Was gibt's? Höre. Ist in Arbeit. Du kannst behandeln. Fahrzeug. Dugelstatus 1 auf Streife. Fahrzeug. Dugelstatus 1 auf Streife. Fahrzeug 6. Dugelstatus 1 auf Streife. So, die fahren zwar jetzt alle gleich, aber ich glaube, die lösen sich irgendwann auf. Ich beobachte das mal. Also, ja, gut. Der fährt ja schon mal woanders. Die werden sich wahrscheinlich irgendwann auflösen. Mal gucken. Was gibt's? Auf dem Weg. So, kann ohne Notarzt behandelt werden. Fahrzeug 5 und was? Fahr einfach hier auf Streife. Nee. Den Trick kenne ich natürlich. Einfach dahin fahren, ja. Nee, geht nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht verantworten. Jetzt fährt er da trotzdem hinterher. Ja, alles klar. So. Ich hoffe, ihr habt auch schon gehört, was ich geändert habe. Und zwar. Auf dem Weg. Den Ton. Also es ist jetzt ein bisschen lauter. Ich habe es endlich gefunden, wo es geht. Fahrzeug 13. Abtransport ohne Notarzt ist nicht möglich. Dann bist doch. Da muss ich halt den Notarzt noch nachholen. Wird gemacht. Beziehungsweise, ja, ich muss den Notarzt eigentlich nur zum Behandeln nachholen. Was eigentlich dumm ist. Mhm. Egal. Ja, wird ausgeführt. So, zack. Schon unterwegs. Ja. Klicks sie bitte nicht auf die Straße, wo sie den Verkehr behindert. Arzt, Not, Arzt, Not, Arzt. Fahrzeug 11. Fahrzeug 20. Fahrzeug 11. Habe verstanden. Ja? So. Ich sag, dann behandelt die Person mal hoch. Damit das alles ein bisschen schneller geht hier. Kann ja nicht sein, dass das so lange dauert. Was gibt es denn Arbeit? Wird umgehend durchgeführt. So, zack, zack. Fahrzeug 11. Fahrzeug 13. Ab ins Krankenhaus und ihr Status 1 und parken. Fahrzeug 13. Ja, wenn schon mit Horn, ne? Was anderes ist ja nicht gut. So. Für alle, die es nicht wissen, das ist die Freiwillige Feuerwehr Hammerstadt. Die Freiwillige Feuerwehr Hammerstadt hat ein EW1, ein LP1612, ein TLF1625, einen Drehleiter, ein RW, ein LF8 und ein GWG-Fahrgut. So, Alarmierung ist hier B nach den B-Alarmierungen, also B-Brandstufen. B1, B2, 3. Also hier gibt es einmal B2 Wohnungsbrand und einmal B2 Vegetationsbrand. Ne? Und dann einmal B3. So. Dann haben wir einmal kleine technische Hilfeleistung an sich. Dann haben wir einmal kleine technische Hilfeleistung mit Drehleiter, kleinen Verkehrsunfall,
Verkehrsunfall groß, rufe Kat, also Kappendorf. Achtung, und den randalierende Zivilperson. Festnehmen und abtransportieren. Und wir haben wenn eine randalierende nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Das machst du klar. Wenn dir so langweilig ist und du irgendwo rumstehen willst, schicke ich dich zu einem Einsatz. Fahrzeug 36 hört. Eine Person ist bereits verletzt. Mit einer zweiten wird sie gerade geprügelt, aber massiv. Du musst hier lang, um aufs Gelände zu kommen. Das hast du schon richtig gut erkannt. Hallo. So, zweite verletzte Person. Und wo will er jetzt hin? Verprügeln. Ja? So, dann brauche ich einmal zwei RDWs an der Einsatzstelle. Ja, bin unterwegs. Polizisten können keine erste Hilfe leisten. Fahrzeug 36 gehört. Schade an sich. Aber dann kommst du jetzt mit Horn ins Knast. Beziehungsweise lass mal ohne Horn und Blaulicht machen, weil ist realistischer. Fahrzeug 13. Ja, ihr müsst hier rein, das habt ihr gut erkannt. Gut, zack, zack. Was gibt's? Ist denn behandeln. Fahrzeug 13. Und einmal behandeln. Schon unterwegs. Höre. So, Person kann abtransportiert werden. Person kann abtransportiert werden. Auf dem Weg. Fahrzeug dann lasse ich sie gleich beide mal. Warum hat der RTW einen Wassertank? Fahrzeug 13. So hört sich das so gut an. Immer verschiedene Hörner, damit die Leute auch wissen, yo, da kommen zwei RTWs an. Hä, was machen die denn? Die sind doch gerade in die Richtung. Ich versteh's nicht. Wo willst du denn hin? Ach, jetzt fährt er Richtung Klinikum oder was? Person wird in U-Haft genommen. Wunderbar. Zwei RDWs sind auf Anfahrt, beziehungsweise auf, ja, auf Anfahrt ins Krankenhaus. So, Patient wird abgegeben. Fahrzeug 36 hört. Die machen jetzt noch irgendwie Papierkram oder so, keine Ahnung. Warum die RDWs immer so lange brauchen, bis sie wieder losfahren. Das würde ich gerne mal wissen. Das war mein Handy. Das stelle ich, glaube ich, mal auf Stumm. Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Wunderbar. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Fahrzeug 34 hört. Was gibt's? Und dann alarmiere ich noch ein B1. Fahrzeug 34 hört. Was gibt's? Schon unterwegs. Straße wird gesperrt. Ich finde es auch geil, dass die Polizeifahrzeuge darauf reagieren, wenn sie umgeleitet werden.
Oh, da brennt ein teures Auto. Ein Mercedes ist das, glaube ich. Und im Verkehr. Die Feuerwehr steckt mal wieder im Verkehr fest. So wie immer. Ja. Ich weiß nicht, ob die da mit dem großen Tele um Ecke kommen. So, dahin. Fahrzeug 5. Fahrzeug 22. Dahin. Und dann einmal Angriffstrupp. Beziehungsweise ja, Schnellangriff auspacken. Ja, Abschleppdienst kann auch schon mal gerufen werden. Ja. Technischen Zug anfordern, Fachgruppe Räume anfordern, Fachgruppe Beleuchtung anfordern. Mhm. Dann mal gucken. Das THW benutze ich ja nicht. An sich, ne? Ja, wird ausgeführt. Könnte man mal machen bei so einem Großeinsatz, wenn es dunkel wird. Ich weiß ja nicht. Alles klar. Ich glaube aber, die Feuerwehrautos haben auch teilweise Fahrzeug Licht. Ne? Gut, ja, du kannst abschleppen. Feuerwehr kann Fahrzeug wieder heimfahren. Und sie sind wieder fertig. Gut, dann ist der Einsatz auch abgearbeitet. Wunderbar. Dann einmal Status 1. Und weiterhin auf Streife fahren. Man kann sogar eine Alarmstufenerhöhung machen. Zwar zeige ich das jetzt hier mal. Also ja. Jetzt rein in der Theorie. Man hat ja immer dieses B1 zum Beispiel. So, wenn man den EW im Einsatz hat, dann kann man diese Alarmstufen nicht mehr benutzen. Dann sind sie alle weg. Beziehungsweise bis auf die FF Kappendorf. So, aber wenn ich den EW auf Status 1 setze, dann kann ich diese Alarmstufen wieder benutzen. Das heißt, wenn ich einen B1 habe, der sich ausgebreitet hat, dann stelle ich einfach den EW auf Status 1, dann kann ich ein B2 alarmieren, dann drücken weitere Kräfte nach. Fahrzeug 27. So höher. Einfach ist das. Das habe ich mir so überlegt. Irgendwie muss man das doch, ich habe mir so gedacht, schade, dass man eigentlich keine Alarmstufenerhöhung machen kann. Dann ist mir eingefallen, wenn ich den auf Status 1 setze, dann kann ich ja eine Alarmstufenerhöhung machen. Beziehungsweise beim B, wenn ich auf der einen Seite ein B1 habe, wo nur TLF gebraucht wird und die das unter Kontrolle kriegen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Wohnungsbrand, zum Beispiel hier. Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Dann würde ich ja einfach den EW damit hinschicken. So, und weitere Kräfte alarmieren. So, so viel dazu. Wir haben hier einen neuen Einsatz, Schlaganfall. Und da wird jetzt der Rettungswagen Hammerstadt und das NEF, beziehungsweise der Rettungswagen Anton, der Rettungswache Hammerstadt und das NEF, also das Notarzt-Einsatzfahrzeug, Fahrzeug hingeschickt. Elf. Fahrzeug 23. Fahrzeug 3 auf dem Weg. Fahrzeug 24. Fahrzeug 11. Verstanden. Ja? Fahrzeug 13. Ist zack, zack, zack. Oha, der ist aber. Da kann ich an sich ja auch mal ein Heli anfordern. Ich weiß noch nicht, welcher Heli jetzt näher dran ist. Ja? Ich kann es ja so machen. Ich kann ja jetzt einen Rettungssanitäter weiter behandeln lassen. In Notarzt wieder einsteigen und dann behandelt einen Rettungssanitäter. Weil ich will mal den Heli im Einsatz sehen. Ja, bin unterwegs. So, Fahrzeug auch 11. Der Notarzt wieder frei. Zack. Fahrzeug und dann 11. Kommt der Heli. Höre. Einfach und fertig. So. Fahrzeug 41. Fahrzeug. Wenn ich jetzt einen Abschleppwagen anfordere.
Wird der im Stadtgebiet denn genommen, oder? Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. Ein Verkehrsunfall. Was haben wir im Verkehrsunfall? Ja, das ist ein normaler Verkehrsunfall, würde ich sagen, ne? Welche Einsatzkräfte haben wir in der Nähe? Fahrzeug 34 hört. Den haben wir in der Nähe. Ja? Und den haben wir in der Nähe. So, dann brauche ich noch ein RTW, beziehungsweise eigentlich zwei RTW, aber der andere ist Einsatz und ein NRF. Und dann hole ich noch ein RTW von außerhalb. Oh, warum ist denn das jetzt hier zu nah auf der Straße? Das gibt's doch nicht. Fahrzeug 25. So, dann kann die Polizei sich schon mal hier hinstellen. Fahrzeug 26. Ein wenig die komplette Kreuzung einfach dicht machen. Ja, damit die Einsatzkräfte ganz in Ruhe da arbeiten können. Fahrzeug 27. Was gibt's? Wird umgehend durch. Nee, geh mal andersrum und mach mal andersrum. Höre. Wird umgehend durch. Fahrzeug 27. So, der ILV stellt sich hier hin. Fahrzeug 28. Rettungsdienst kann ruhig hier stehen bleiben. Fahrzeug 6. Du nach vorne. Lustwagen auch nach vorne. Fahrzeug 35 hört. Du gehst nach weiter hinten. Du kannst die Kreuzung hier mal, also die Straße dicht machen. Fahrzeug 6. Gut, dann macht ihr einmal das. Zack, zack. Ja. Eine Rettungsschiere. Und ja. Du auch eine Rettungsschiere. Einmal alles schneiden. Was gibt's? Einmal schneiden. Wie lang braucht denn der? Ich wette, da wäre ein anderer. Oh Leute, was ist denn hier los? Jetzt brauchen wir den Bus. Ja. Das gibt's doch nicht. So, Einsatz für die Polizei. Ihr könnt euch mal Fahrzeug so hinstellen. 29. Fahrzeug 11. Fahrzeug 30. Zack. Alles klar. Fahrzeug 11. So, Notarzt. Fahrzeug 9. Und du behandelst den anderen. Du kannst hier die Straße mal dicht machen. Fahrzeug 2. Fahrzeug 31. Du stellst dich dahin. Wunderbar. Ja. So, Notarzt, guck dir mal die Person da an. Höre. Guck du dir. Warte mal, wo war der andere Typ? Fahrzeug wo ist der andere 9. Typ? Da ist der andere Typ. Höre. Guck du dir die Person Arbeit. Mal an. Was gibt's? Beide können von normalen Rettungssanitätern behandelt werden. Was gibt's? Fahrzeug 2, verstanden. Dann kannst du auch mal aussteigen. Was gibt's? Habe ich den Notarzt nämlich wieder frei. Fahrzeug 11. Zack, Status 1. Was gibt's? Los geht's. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Auf dem Weg. So, wunderbar, dann habe ich das auch erledigt. Dann kannst du parken. Der Heli ist da, nach einer guten halben Stunde. Okay, over and out. Ja, Alter, wer von euch ist denn jetzt der Notarzt? Du bist der Notarzt. Du holst die Trage und du bist... nutzlos. Nice. Warum sind da drei Leute? Das macht keinen Sinn. Wir möchten sie viermal zusammen, macht keinen Sinn. So. Ja. Ja. Ist in Arbeit. Patienten können. Fahrzeug 9. Genau. Patienten können abtransportiert werden. Ja, ich sollte vielleicht auch mal die abtransportieren. Und nicht einfach sagen, hier, ja, kann dann transportiert werden. Ja, Status 1, tschüss. Fahrzeug 9.
Fahrzeug 36 hört. So, hier haben wir einen kleinen Verkehrsstau, weil der Bus sich so denkt, ich will da jetzt abbiegen und du bist ein Vollidiot. Da muss die Polizei jetzt mal kurz klären und dem Busfahrer sagen, dass er sich mal verpissen soll. Die Polizei sollte sich auch mal verpissen, weil sonst so, der ist, du kannst losfahren. Bitte mit dem Horn. Du kannst einsteigen. Das Abschleppdienst. Ein Abschleppwagen habe ich anscheinend schon alarmiert. Ich brauche noch einen zweiten. So, könnt ihr Status 1 gehen? Könnt ihr den machen und dann auch Status 1 gehen? Könnt ihr parken. Und ja, die haben Beleuchtung. Und meistens reicht das auch. Da braucht man nicht noch extra Beleuchtung. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Status 1. Status 1. Abschleppen. So, eine Person steht unter Schock. Ich habe gerade keinen einzigen RTW frei. Ja. Was gibt's? Ist in Arbeit. Wird umgehen. Jetzt habe ich gleich einen frei. Zack, 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 zack. Fahrzeug 3. Status 1. Fahrzeug 3 hört. Du kannst ins Krankenhaus fliegen. Gut. Ich habe mich entschieden, den Helikopter nie wieder zu nehmen, weil der einfach nur unnötig ist. Sag mal mit Horn. Fahrzeug 13. Fahrzeug 3 hört. So, du fliegst ins Krankenhaus. Wunderbar. Ja. Fahrzeug 41. Schrottplatz. Und du einmal auch Schrottplatz. Hier sind keine Ölflecken mehr, ne? Fahrzeug 27. Status 1, Eure. Und du einmal mit Horn ins Krankenhaus. Fahrzeug 35 Status 1, Streife fahren. Status 1, Streife fahren. Sportplatz. So, dann ist der Einsatz auch abgearbeitet. Dann haben wir den offenen, der Schlaganfall ist fertig, der Verkehrsunfall ist fertig. Die Person unter Schock muss noch behandelt werden. Los geht's. Ey, was ist denn hier los? Höre. Oder was? Hä? Fahrzeug. Hier Status 1, Freund. Du auch Status 1. Hier gibt das randalierende Jugendliche. Hier gibt das Randale. Deswegen brauchen wir hier einmal die Polizei. Die Jugendlichen hier so ein bisschen Randale machen. Du sollst in Status 1 gehen, verdammte Scheiße. Was checkst du daran denn nicht? Höre. Wird ausgeführt. Die greifen hier Rettungsdienstler an. Fahrzeug gleich verhaften. Hört. Wird gemacht. Wie viele kann ich einsperren? Fahrzeug 35 ja, sind hört. Ja auch zwei. So, Roger. Zack. Verhaftet. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Wegen Angriff auf Rettungsdienstpersonal. Fahrzeug 13. Und einmal mit Horn ins Krankenhaus. Zack, und aber mit Horn in Knast. Erstmal zwei kleine Kinder in Knast gesteckt. Achtung, wunderbar. Es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Achtung, der es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Festnehmen und abtransportieren. So, wir haben einen Ladendiebstahl. Der Bus ist gerade am nächsten, so wie ich das sehe. Fahrzeug 36 hört. So, einmal schön mit Horn. Fahrzeug Richtung Ladendieb. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Vor allem, ich würde einfach aufgeben, wenn da so ein Streifenwagen mich schon verfolgt. Habe verstanden. Führe. Sofort. Vor allem, und als Polizist würde ich einfach so daneben herfahren, wenn der Typ wegrennt. Schönen guten Tag. Führe. Wird umgehend durchgeführt.
Sie müssen einmal aufgeben, sonst können wir sie nicht festnehmen. Fahrzeug so. 36 hört. Auch abgeknast. So, dann haben wir alle Einsätze abgearbeitet, beziehungsweise der Ladendiebstahl wird ja gerade noch abgearbeitet. Fahrzeug 34, Fahrzeug 35 hört. Dann schicke ich den mal wieder auf Streife. Der RTW. Fahrzeug 2. Ach, das ist Rheinetal. Ja. Aha. Rheinetal, Dorenholm. Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Oh, der Täter oh. ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Yo, der Typ ist auch bewaffnet, nicht nur flüchtig. Leute, was ist denn hier los, Alter? Bewaffneter Taschendiebstahl. Fahrzeug 34 hört. So, du einmal Status 1 auf Streife hört. Fahren. Der Typ ist massiv bewaffnet. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Habe verstanden. Höre. Bestätige. So, einmal aufgeben. Please. Ja. Und verhaften. Zack. Und verhaftet. Roger. Wunderbar ist das doch. Wird umgehend durchgeführt. So, zack, ab in Knast. Ab mit Horn in Knast. Und du gehst auf Streife. So, Polizei hat jetzt ja auch mal ein bisschen was zu tun, ne? Zwei Kinder, die Rettungsdienst angegriffen haben. Ein Ladendiebstahl und ein Taschendiebstahl. Es gibt bestimmt Kommentare, dass man keine Kinder in Knast sperren darf und. Und dass alles nur Show ist. Oh, die Polizei ist beruhigt gefahren. Wunderbar. Und dass alles nur Show ist und dass alles so eingestellt ist. Ja, klar, weiß ich. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Es sah halt so aus, als würde das Kind auf dem Rettungsdienstler einboxen und eintreten. Deswegen habe ich das mal gemacht. Weil ein bisschen Spaß sein muss. Das war ja hier, genau. Die beiden Kinder stehen ja jetzt so dumm rum. Ach, hier ist die Post. Gebäude brennt durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer B3? Und transportieren Sie sie ab. Weil, Gebäude in Vollbrand? Was gibt's? Und da will ich hier nochmal, den Bus haben. Please. Beziehungsweise ich brauche dann ja noch weitere Einheiten. So. Fahrzeug 35 hört. Was ist das denn hier? Leute! Das gibt's doch nicht! Habe verstanden. Das hier wird ein Scheiß, Mann! Du Bus, verschwinde! Ich sagte, verschwinde! Weg, 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 weg! Alter! Geht doch! So, jetzt könnt ihr zum Einsatz fahren. Bin unterwegs. Ich muss auch aufpassen, dass sich das Feuer hier nicht massiv ausweitet. 35 hört. Unterwegs. Fahrzeug 33 hört. Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Fahren wir woanders hin. Fahrzeug 35 hört. Fahrzeug 27 hört. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, die Feuerwehr ist nicht zu nichts zu gebrauchen. Hat er nicht gesagt. Fahrzeug so, du dahin. Oh, mein Löschfahrzeug. Aber ganz dringend hier. Da muss ein Löschfahrzeug hin. Streifenwagen mache ich gleich. Drehleiter kann ich hier hinstellen. Fahrzeug 6. Fahrzeug 35. Und dann will ich auch mal Licht haben hier an einer Stelle. Fahrzeug 6. Das ist so das erste, was ich hier mache. So, mach Licht. Ja, einschalten. Wieso machen die das Licht nicht an? Ach, das ist doch scheiße. Ach ja, 1, 2, 3, zack, zack. Alter, das Feuer breitet sich gerade massiv aus. Es ist gerade nicht so toll. So. Ich will nämlich nicht, dass ich das Feuer hier auf dem
Dings ausbereitet. Auf dem Weg. Auf den großen Block. Da habe ich nie gar keinen Bock drauf. So, mal gucken, hier muss ja irgendwo ein Scheiß dran stehen. Als ob es hier in der ganzen Straße keinen Hydranten gibt. Das glaube ich jetzt ja nicht, ne? Warum auch das hier nicht stehen? Ja, der EW2 fährt mal. Keine Ahnung, hier hin. So, LF fährt hier hin. Du kannst dich einmal mit Dings ausrüsten. Mit Atemschutz. Erstmal gucken, wo ist hier ein Hydrant. Da ist ein Hydrant, wunderbar. Dann können die beiden Atemschutztruppler und du. Ich werde euch dann mal ausrüsten. Ja, da bin ich ja bei. So, du kannst ja auch mal einen Schlauch holen. Wasserversorgung wird bereits aufgebaut. Wasserversorgung wird aufgebaut. Bitte warten. So, du machst so. Du schließt da an. Ja, dann kannst du nämlich in den Korb gehen und das Feuer mal ausmachen. Also mit, ne? Zack. Ja, mit dem B2 hätte wahrscheinlich auch gereicht, aber das wäre dann nicht so witzig. Lasst mir doch mal meinen Spaß. So, und in der Zeit kann ich die Fahrzeuge hier mal schön an die Kante stellen. Bisschen sortieren. Fahrzeug 43. Ich finde das aber gut, dass das, dass das Ding hier nicht Licht macht. So, jetzt will ich es mal mit dem Rüstwagen versuchen. Macht der Rüstwagen Licht? Fahrzeug 44. Was ist das denn? Fahrzeug 19. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Jetzt geht das nicht wieder weg, oder was? Mach mal Licht an und Licht aus und Status 1 und... Ja, wunderbar. Erstmal gucken, bevor ich den Einsatz hier mache. Achso, ja, das ist zu Ende. Ich habe den Ton noch nicht angehabt. So, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und auf die Glocke, dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Und auf Wiedersehen.